Guten Tag, liebe Leute. Es wird mal wieder Zeit für eine kleine Projektabstimmung. Zwar für ein Spiel, was noch in weiter, weiter Ferne liegt, denn ich möchte nach Lost Odyssey gerne noch ein kleines anderes Projekt dazwischen schieben. Aber direkt im Anschluss soll wieder ein großes Let's Play folgen mit einem großen Spiel. Und ich habe mir diesmal überlegt, dass ich mir zwei eurer Wünsche rauspicke, weil ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass ich in den geplanten Projekten immer aktualisiere, wenn neue Wünsche reinkommen. Und ja, da habe ich mir jetzt mal zwei rausgepickt. Und das sind zwei Spiele, die beide für mich blind sein werden, beziehungsweise würden. Ich weiß ja nicht, auf welches Spiel letzten Endes eure Entscheidung fällt. Die Nummer 1 ist Kingdoms of Amalur: Reckoning. Ich weiß nicht, ob ich Amalur richtig ausspreche. Das wäre so meine erste Eingebung gewesen. Von dem Spiel weiß ich mal überhaupt nichts, außer dass das ein Action-Rollenspiel sein soll und dass das einige Leute total toll finden. Und das zweite Spiel, das schlägt in eine ähnliche Kerbe, und zwar sprechen wir von The Witcher, von dem es inzwischen, glaube ich, drei Teile gibt. Das kriege ich auch noch so zusammen. Und ja, das soll dem Kingdoms of Amalur wahrscheinlich relativ ähnlich sein. Also beides ist genremäßig so sehr ähnlich. Ich weiß über beide Spiele einfach mal komplett gar nichts. Das Einzige, was ich im Vorfeld mal abgecheckt habe, ist, dass The Witcher, zumindest der erste Teil, nur für den PC zu haben ist. Das Spiel habe ich schon auf meiner Festplatte. Ich nehme aber halt nicht so gerne auf PC auf, habe es mir aber trotzdem gekauft, weil ich das irgendwann mal günstig gesehen habe. Und Kingdoms of Amalur würde ich, wenn es wirklich darauf fallen sollte, mir dann ganz gerne für die Xbox kaufen. Das habe ich nämlich noch gar nicht. Würde aber, es sei denn, ihr sagt irgendwie, dass total die tollen Vorteile hat, das auf einer anderen Plattform zu machen, weil da der Content besser ist und so. Das Thema Grafik lasse ich jetzt mal außen vor. Also für mich persönlich werde ich wegen etwas besserer Grafik wahrscheinlich nicht auf die PC-Version zurückgreifen. Es sei denn, der Unterschied, der ist wirklich so immens, ja, dass man sagt, man kriegt Augenkrebs und denkt, man hat irgendwie Schnee im Auge, weil alles so verwaschen ist und so. Kann ich mir nicht vorstellen, aber ja, die beiden Spiele stelle ich euch zur Auswahl. Ich würde es begrüßen, weil so sehr habe ich im Detail jetzt noch nicht nachgeguckt, wenn man das Spiel irgendwie mit einem Pad spielen kann. Ich weiß nicht, also wenn eins von den beiden Spielen zu der Sorte gehört, die mit Maus und Tastatur viel einfacher sind, wäre das für mich schon sehr gewöhnungsbedürftig. Ich würde mich aber reinfriemeln. Ich meine, bei Bioshock habe ich das auch hinbekommen. Und ich kann euch eins sagen, und das bitte ich bitte für die Entscheidung auch zu berücksichtigen. Ich habe bisher noch nicht so viele Blind Let's Plays gemacht und ich habe außer Castlevania Lords of Shadow 2, womit ich ja schon relativ vertraut gewesen bin, weil ich den ersten Teil halt ziemlich gut kenne, ich habe da so ein bisschen Bammel vor, dass ich mit der Steuerung nicht zurechtkomme, mit Gameplay-Themen sowieso nicht, da wisst ihr ja, dass ich da ein bisschen idiotisch aufgestellt bin, aber mir wäre es ganz wichtig, dass egal welches Projekt es sein wird, dass es A, nicht ganz so schwer ist und dass B, ihr mir so ein bisschen in Grundlagenfragen auch helfen könntet. Also ich würde bitten, vor allen Dingen diejenigen von euch, die die Spiele kennen, idealerweise beide Spiele kennen und da auch ein faires Urteil abgeben können, dass die sich in erster Linie zu Wort melden und mir auch sagen, worauf ich mich schwierigkeitsgrad technisch einzustellen habe. Weil ich habe bei solchen riesigen Projekten, ich weiß, dass beide Spiele, glaube ich, einen relativ hohen Umfang haben. Da habe ich immer so ein bisschen die Befürchtung, dass ich irgendwann nicht mehr weiterkomme. Und mir würde es zum Beispiel nützen, wenn ich irgendwo den Schwierigkeitsgrad runterstellen kann. Oder wenn mich eben jemand an die Hand nimmt und mir sagt, okay, wenn du hier nicht weiterkommst, habe ich hier und da ultimative Tipps für dich. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich freue mich da total drauf, weil ich echt mal wieder Bock habe, auch ein westliches Rollenspiel zu zocken. Und irgendwann vielleicht auch nochmal, weiß ich nicht, sowas wie Dragon Age und Skyrim und sowas alles anbieten werde. Aber jetzt möchte ich erstmal was Neues ausprobieren. Irgendwas ja mit schönem Skillsystem, irgendwas, was nicht so schwierig ist, irgendwas, was schöne Dialoge hat und so das ganze Programm. Das, was so ein Rollenspielerherz halt glücklich macht, ja. Nicht wundern, wenn Lost Odyssey zu Ende geht. Ich erwähne das nochmal ausdrücklich, nicht, dass die Ersten dann anfangen zu pöbeln. Nein, ich wollte aber das und das hier sehen. Es wird davor noch ein anderes Projekt
kommen, was aber nicht so sonderlich lange dauern wird. Und da verrate ich an der Stelle noch nicht, um was es sich handeln wird. Aber da bin ich auch sehr gespannt, weil da möchte ich ein bisschen rumprobieren. Das ist für mich auch in gewisser Hinsicht Neuland. Ihr werdet, wenn es soweit ist, sehen, was ich damit meine. Und ja, würde mich über rege Beteiligung freuen. Ich bin total gespannt, auf welches Spiel eure Wahl trifft. Wenn es auf The Witcher hinauslaufen sollte, dann möchte ich auch dazu nochmal ergänzend hinzufügen, dann heißt das nicht, dass ich automatisch von 1 bis 3 alles durchspielen werde. Langfristig gesehen vielleicht schon, aber ich behalte mir vor, da zwischenzeitlich auch nochmal andere Projekte mit ins Boot zu nehmen. Also nur, dass wir das geklärt hätten, ne? Nicht, dass dann am Ende alle total enttäuscht und traurig sind und ja, mir böse Nachrichten schreiben und so. Ich will mich da erstmal an diese Serie herantasten oder eben an Kingdoms of Amalur, auf das ich auch sehr gespannt wäre. Okay, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, freue mich auf die Ergebnisse und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis denn. Ciao.